Aha, diesmal hat es geklappt. Sehr gut. Okay, okay, ja. Ich bin gerade komplett raus hier. Genau, willkommen zur letzten Folge für mich für heute. Für euch wahrscheinlich auch erstmal, weil das nächste Mal, wenn ich aufnehme, werde ich wahrscheinlich wieder erstmal meinen Test aufnehmen. Von daher auch für euch. Von Euro Truck Simulator 2, genau. Was für eine Sauerei. Haha. Und dann gucken wir mal. Genau, wir sind da gerade in einer Mission. Wenn wir die Lass wahrscheinlich uns noch zu Ende loslegen. schaffen. So. Freie Bahn. Ist aber hart bergauf. Und unserem LKW interessiert es einfach gar nicht. Der zieht einfach weiter durch. Easy. No problemo. So viel haben wir auch, glaube ich, gar nicht geladen. Ne? Irgendwie 9 Tonnen oder so, gerade mal. Ist ja noch weit im grünen Bereich. Endlich wieder 80 hier. Oh, und wieder 70. Ernsthaft? Aber. Oh, und 50. Oh, leck mich doch. Eieieiei. Ja, willkommen im Billard. Biostock. Bei Lee Stock. Bei Stock. Hier dürfen wir 80 fahren? Oh, wir haben Rot. Scheiße! Explosion. So. Weißt du, bei der Einfahrt dürfen wir nur 70 fahren, aber hier in der Stadt dürfen wir 80 fahren. Wer macht so ein Dreck? Oh, Omnibusse fahren ja auch. Wie es aussieht. Zumindest hängen überall die Kabel davon rum. Wäre interessant. Volle Fahrt voraus. Und wieder ein bisschen Freileitung besten. Was? Nicht die Freileitung besten, sondern Freileitungsmästen. Deutsche Sprache. Klingt komisch. Oh, schon wieder Baustelle. Oh, schon wieder 70. Oh, schon wieder 30. Egal. Ist ja gut, beruhig dich. Hat keiner geguckt. Bauen die denn hier? Alter. Ist ja eine riesige Baustelle und so. Oh, Alter, das ist aber eine schöne Gegend hier. Wow.
Okay, not bad, not bad. Ja, not bad, not bad. Where's my bed? I need my bed. So, da vorne ist ein Bett. Wir können eigentlich wirklich mal Pause machen, weil wann wir die Pause machen, ist eigentlich egal, ne? Von daher. Oh, so eine Sandfläche hier. Uiuiui. Und diesmal ohne Alpha-Wand. So, dann kommt's mal weg hier. Gut, dann machen wir mal. Andererseits, wie spät ist es? Es ist 9 Uhr. Naja, da werden wir jetzt mitten in der Nacht irgendwann aufwachen, ne? Also, dann, wenn es gerade dunkel wird. Egal. Wir müssen ja sowieso schlafen. Von daher. Okay, es wird gerade dunkel. Aber kann es eigentlich sein, dass wir jetzt innerhalb der letzten 8 Folgen kaum Geld eingenommen haben? Wir sind ja immer noch nur bei 17.000 Euro. Muss ich das gerade verstehen? Irgendwas hat er gerade nicht hin. Ja, suspekt. Oder wir schlafen einfach zu viel. Das kann natürlich sein, ja eben. Ich hab relativ häufig geschlafen. Was natürlich das Problem hat, dadurch, dass wir einen effektiven Jahreszins von 1000% haben, ja, also mehr als 1000% sogar, zahlen wir halt pro Tag 3000 Euro und wenn ich dann den halben Tag immer verpenne, dann habe ich halt kaum Zeit, Geld zu verdienen, ne? Scheiß die Wand dann, ja. 17.000 Euro haben wir gerade mal. Wow. Kommt die Gruppe hierher? Ah, du 50. Please, stop, halt. Ich möchte das nicht. So, hier dürfen wir wieder 80 fahren oder so. Oder 70? 70. Ah. Tja. Haben wir schon irgendwas zurückgezahlt in den letzten Folgen? Nee, ne? Nee, ist immer noch dieser Kredit offen. Alter, geht ja mal gar nicht. Wir haben 17.000. Das ist ja schon echt heftig. Oder muss ich so viel für die Werkstatt bezahlen, weil ich immer so viele Unfälle gebaut habe? Ah, ich sollte mal bei dieser komischen Fernsehshow da mitmachen, ne? Raus aus den Schulden. Also ab heute nicht mehr schlafen. Die ganze Zeit hier durcharbeiten. Ich meine, was kann schon groß passieren, wenn man hier mit 180 auf die Autobahn fährt? Tipp ist ein Schlafmangel. Da wirkt die Geschwindigkeit völlig dagegen, Alter. Das ist wie, als wenn du auf Drogen wärst. Immer geradeaus. Noch 8 Stunden und wir brauchen noch 5 Stunden. Okay. Das sollten wir hinbekommen. Da sehe ich gar kein Problem. Eigentlich kann ich das ja auch so machen, ne? Ja. So statt ein bisschen weniger. Wobei es sieht immer noch behindert aus. Ah, lass mal so machen. Naja. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wenn wir jetzt hier aus der Gegend da oben rauskommen und jetzt viel hier unten sind, dass wir dann nochmal wieder ein paar längere Missionen bekommen, ne? Weil jetzt diese Mission, die war ja wirklich von wo eigentlich? Ah genau, doch, von da oben bis da unten. Richtig schöne Mission. Und die da oben, von immer nur so von da nach da, dann von da nach da, von da nach da, von da nach
Keine Ahnung, wohin. Also, super kurze Mission immer. Da ist ja mehr mit der An- und Abreise zu tun als mit der eigentlichen Fracht, ja. War schon heftig. Ich meine, alternativ könnte ich natürlich auch unseren Auflieger holen, also den wir bei uns in der Garage jetzt irgendwo zustehen haben. Da hinten und so, scheiße. Da könnte man natürlich mal gucken. Ne, wird nichts. Da sind wir quasi von hier aus hier irgendwie lang fahren. Oder da lang fahren. Hier lang fahren ist sogar besser. Hier ist eine direkte Hafenverbindung. Ne, nach da umzukommen wird schwer. Dann müssen wir erstmal hier runter und dann müssen wir die ganze Strecke hier wieder hochfahren. Ich weiß ja nicht. Naja, wie gesagt, erstmal gucken, was denn hier für Missionen auf uns warten. Wenn jetzt erstmal wieder ein paar ordentliche Missionen kommen sollten, dann ist ja alles in Butter. Aber jetzt die Mission, die wir jetzt die letzten 6-7 Folgen hatten, die waren jetzt nicht so geil. Nicht wirklich. Übrigens ist ja mittlerweile die Open Beta für Version 1.44 draußen von Eurotruck Simulator. Und die haben ein paar schicke neue Features. Zum Beispiel kannst du jetzt deine Vorder- und Hinterachse absenken. Also quasi halt, ne? Also kannst deine Achsen einziehen, damit du dich selber absenkst, um das Aufsatteln zu vereinfachen. Oder um einfach mit einem tiefer gelegten LKW zu fahren, keine Ahnung. Aber primär natürlich für Auf- und Absatteln. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sich das so implementieren lässt. Und die wollen jetzt tatsächlich so durchziehen, dass man bestimmte Strecken, die man fahren kann, versteckt sind, standardmäßig. Ja? So bestimmte Nebenstraßen und so. Also es soll zum einen wohl mehr Nebenstraßen geben, aber dafür sollen alle Nebenstraßen, die so ein bisschen so verschlungener sind und so, quasi standardmäßig unsichtbar sein, sodass es quasi wie Art Secrets sind. Ja. Habe ich noch nicht so ganz heraus, wie sie das dann mit dem Autopiloten implementieren wollen, weil zeigt denn der Autopilot die Strecken dann trotzdem standardmäßig an, oder wenn man sie einmal abgefahren hat, wird sie nur dann angezeigt, oder wie läuft das dann? Da bin ich mal ein bisschen gespannt, wenn die Beta, also wenn die Version dann tatsächlich rauskommt. Ja. Ach ja. Und wir sind in der nächsten Hauptstadt. Oder, also Stadt zumindest. Hauptstadt ist ja eine andere Frage hier. Oh, 50. Ja, war klar. Warschau. Ah. Hä? Laut Navi darf ich hier 80 fahren. Was? Da war doch gerade ein Schild mit 50. Was ist mit denen los? Immer geradeaus. Da, hier, 50. Ah, dann haben die hier wohl falsch programmiert. Oder kommt jetzt noch ein 80er Schnee, ne? Nö, andere Schilder gibt's hier nicht. Ist nur das. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Nein. Ist der da gerade über Rot gefahren? Geradeaus.
Mein lieber Scholli, was geht denn hier ab? Darf ich mal Polizei rufen? Ruf doch die Polizei. Fahren ja aber auch alle 80, ne? Oder fahren wir halt 80, wie die? Boah. Weil die Kurven schon eher für 50 ausgelegt sind, ne? Bisschen langsam. Warst du noch 70? Hä? Halt, nein, ich wollte C drücken. Nicht blinken. So. Tempomat rein. Ach, jetzt wieder 80. Wollt mich eigentlich alle verarschen? Da los. Umleitung? Oh ja. Das sieht mir aber hart nach Umleitung aus. Ist aber soweit kein Problem. Ja, doch. Er hat schon Umser. Naja. Was soll's. Los halt. Wir wissen nur, dafür reicht die Zeit gar nicht aus, ne? Neu berechnen. Wir brauchen noch vier. Ah, ne, doch, reicht aus. Okay, gut, gut. Ah, ups. 80. Oh, oder 70. Oder 50. Aber wir bremsen ja gar nicht. Geht hier bergab, oder was? Das ist ja schlimm. Ausrollen fehlgeschlagen. Oh. Das geht schon besser. Das ist hier dieser weiße Streifen, ne? So, auch schon wird's dunkel. Boah, diese Textur vom Beton finde ich voll geil. Sieht voll krass aus. Ja. Wobei das ja mehr Teer ist als Beton, ne?
Vor allen Dingen, diese Textur ist der Freund eines jeden Videocodecs. Meine Bitrate dürfte gerade in die Höhe geschossen sein. Ist ja gut, Herr Streifen. Meine Güte, ein Radau machen Sie hier. Oh, ein... Aber hier sind schon wieder Düsenjets. Was ist denn los hier? Oh. Oh, da brennt was. Oder ist das ein Schornstein? Ah, oh, das ist ein Schornstein. Der sehr hart raucht. Die muss man mal direkt so eine CO2-Auflage da aufdrücken. Da steht hier schon wieder zwei Düsenjets. Alter, wie harte Kurven die fliegen. Toll. Ich sag's ja, in-game muss ich gerade irgendwo die IFA sein. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Okay. Ach ja, jetzt sind wir ja gerade mal hier auf der anderen Straße, ne? Ja, jetzt müssen wir noch die ganze Strecke runterfahren. Und dann wieder. Alter Schwede. Holy moly. Immer geradeaus. Lass mich vorbei. Sieht nicht so aus, ne? Einfach mal Polizeiwagen abgedreht. Ja, läuft doch. Schon ist es Nacht. Tiefschwarz, ne, Pugel. Tiefschwarz noch nicht. Der Himmel ist noch etwas hell. Lisch. Immer geradeaus. Aber man merkt zumindest, wo die Reise hingeht. Mit Frommi Dunkelheit. Alter, unser LKW, der steuert ja bei Herrn schön hier vor sich hin, ne? Also. Ganz schön unebene Straße hier. Und darauf geht's auch noch. Ich finde es vor allen Dingen cool, wie die auch so diesen Verkehr anpassen, ne? Dass nachts halt fast nur noch LKWs hier rumfahren. Wenn man mal hier auf die andere Straßenseite guckt, fahren da fast nur noch LKWs. Also sind die Autos fast gar keine mehr. Ah, das ist schon echt nicht schlecht. Was, nach vorne los? 110? Achso. Normalerweise werden ja diese normalen Schilder immer abgedeckt, ne? Nicht, dass da einer denkt, der kann die wirklich mit 110 durchbrettern. Wie zum Beispiel ein Ronny oder... Ein Ronny. Ja, jetzt ist schon eher tiefschwarze Nacht. Ja, man kann sogar noch viel erkennen. Also zumindest ich hier bei mir. Was ist denn da los? Ob jeder was auf YouTube noch erkennt, keine Ahnung, aber hier so, das kann man schon noch erkennen. Vor allem die ganzen Lichter da von den LKWs natürlich. Sehr geil.
Ach ja, stimmt ja, ich habe ja an den Rückspiegeln auch so LEDs dran, ne? Cool. Ah, sogar das Volvo-Logo leuchtet. Das ist ja actually cool. Wow. Erstmal ja die ganze Verkehr hier abdrehen. Easy. Ja, von vorne sieht der nachts gar nicht mal so schlecht aus, ne? Party hart, Alter. That's not bad. Hä? Moment mal. Dass man die Dinger immer manuell aktivieren muss. So. Was ist denn da los? Geht doch. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt so mache. Oh, Licht einstellen. Ah, macht das jetzt nicht einen Unterschied nochmal? Das ja. Okay. Oh, Partybeleuchtung. Yeah, Disco Man, I'm the Disco Man. Wow, 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 wow. So, jetzt kann man auf YouTube schon alles erkennen. Geht es jetzt hier hell wie am Tag? Achso, ich muss mal die Dinger hier ausschalten, ne? Haha. Ruhe. Ruhe. Tja, aber wirklich geblendet? Also mit so reingucken und dann werden wir geblendet? Ist aber irgendwie nicht, ne? Normalerweise, bei dem Winkel, wie wir jetzt reingucken, würden wir vom LKW selber nichts mehr erkennen. Aber das wird hier nicht simuliert. Schade eigentlich. Ah ja, was soll's. Vielleicht doch besser so. So, da vorne geht's hart nach links. Okay. Nimm die Ausfahrt links. So, das müsste jetzt eigentlich schon die Ausfahrt zu der Stadt sein, ne? Oh, da vorne ist ja schon wieder Maut. Obwohl, so lange hat es ja schon keine Maut mehr. Von daher. Wow, Alter. Erhöhte Gefahr vor Straßenschäden. So, wie war das hier mit dem Gelb? Hier gibt es ja kein Gelb. Oh, hier muss man überall bezahlen. Also, anhalten meine ich doch. Ist ja langweilig. Ah. Das so ist Zoll, ne? Ja, eben ist ja gar nicht Maut. Stehe ich jetzt hier richtig? Nee, ne? Ich bin gar nicht richtig dran, oder? Ach doch, hat ewig gedauert. Okay. Ich dachte gerade schon, er hat mein Enter nicht drücken nicht akzeptiert, weil ich so weit weg stand, aber nö. Hat nur ewig gedauert. Diesmal.
kriegen wir dich überholt? Ja, locker. Du bist zu schwach für diese Welt. Zu schwach, sag ich dir. Hä? Ich dachte, wir sind... Ach so. Ah, okay. Ah, okay, das ist noch eine Zufahrt. Ich dachte, wir sind schon hier. Aber das war erst die Abfahrt hier. Noch nicht die Abfahrt hier. Okay. Never mind. Oh, ist hier schon eine halbe Stunde. Eieiei. Ja, egal, die müssen wir machen, aber zu Ende. So lange ist das ja nicht mehr. Ist ja bloß noch hier so 35 Kilometer. Easy. Und dann mal gucken. Ich glaube, da machen wir in der nächsten Folge jetzt mal wieder ein paar richtige Schwerlasttransporter-Missionen. Also diese, wo wir auch ein. Also nicht mit unserem LKW, sondern wieder mit den gestellten LKWs. Schon wieder Maut. Damit wir vielleicht darüber mal ein bisschen mehr XP bekommen. Natürlich nur, wenn ich dran denke. Ne? So. Ach, ja genau. Das jetzt war Zoll. Deswegen ging das auch schneller. Andersrum. Maut. So rum. Eben vorhin war Zoll, jetzt war Maut. Aber eben, Maut muss einfach nur bezahlen. Hey du Arsch. Hat er mir meine Vorfahrt. Die habe ich mir so schön erklaut. Erstohlen. Oh. Bitte rechts halten. Also die Straße ja, hat ganz schön viele Wulzer drin, ne? Da muss man ein bisschen hier... Ich meine, gut, in der Nähe von Maut fährst du sowieso nicht so schnell. Aber trotzdem. Diese ganze Wulzer und Zucker und alles mögliche drin, ist ja... Das macht ja die Stoßdämpfer kaputt. Guck mal hier, wie ein LKW fährt. Was ist denn los? Übrigens ist unsere Taste falsch, sehe ich gerade. Aus der Taste steht FH16. Wir haben aber gar kein FH16, wir haben ja bloß ein FH. Naja, egal. Achso, für die es übrigens gar nicht wissen, dieses FH16 ist bei The Way gar keine Modellreihe, wie man jetzt vielleicht denken mag, sondern FH16 ist einfach ein FH, der... Siehst du, kann man das wirklich sehen? Warte mal ganz kurz. Ja, guck mal, hier steht auch nur FH. Geil. Ist das jetzt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Denn dieses 16, bei FH 16, haben nämlich nur ganz bestimmte LKWs, die, guck mal, hier steht nämlich FH 16, einen 16-Liter-Motor haben. Da, also hier hinter dem D, muss ein 16 stehen. Ah, wenn ich jetzt umschalte auf 13, oh, nee, bleibt dort tropfen. Was denn das für Müll? Achso, weil das Schild ja auch gar nicht stimmt. Aber hier unten, genau, da wird es geändert. Guck mal hier. Da FH. Und jetzt für FH 16. Kann man da wenn der ranzoomen? Ja, genau. Ah, FH, FH 16. That's actually cool. Und bei 540 hat sich halt nur die Zahl. Ah. Beziehungsweise, da müsste sich eigentlich auch, wenn man hier auf den Euro 6 geht, da oben, genau, ist das so schön, das Euro 6 Logo. Aber ja, hier unten, da ändert sich tatsächlich, das ist halt, der FH 16 ist nichts anderes als ein FH mit einem 16 Liter Motor. Jetzt kann man natürlich noch gucken, hier oben bei den Accessories müsste eigentlich dann auch, nee, die gibt es nur in der FH-Ausführung. 540 ohne FH 16.
Also in der FA16-Ausführung, so rum. Ohne die FA16-Ausführung gibt es die hier gar nicht. Da gibt es ja nur diese Global Trotter. Und das war's dann. Schade. Ja, gut, ich meine, wer gibt auch schon mit einem FH, also mit einem normalen Motor, LKW an? Ne? Wenn man schon angeben möchte, dann mit einem FH16. Von daher. Wobei mit einem Volvo LKW kann man immer angeben, weil die einfach geil sind. Ha! Krakau. Aha. Da wurden die ganzen Datenkraken von den ganzen Firmen. Werden hier auch die ganzen Hentais produziert? Bitte viele, viele Fragen. So, müssen wir nach hier müssen wir nach rechts rein, ne? Ja, sieht so aus. Ah, da, genau, da blinkt es auch schon. Endlich, wir sind da. Ja, endlich ist gut. Die Mission kam mir jetzt gerade sehr lange vor. Also wenn das jetzt hier kein Geld und Gold schüttet, Geld und XP schüttet, dann weiß ich aber auch nicht. Dann ist hier aber, also. Oh, schauen wir mal. Was es denn so gibt hier für schöne Boni? Wir bekommen... Ja, toll. Oh, na jedoch. Endlich mal. Na, das ist doch ein XP-Zuwachs. Und wie viel Gold? Geld? 17.000. Ja, siehst du, passt doch. Und wir kriegen 9 Punkte. Badam. Yay. Jetzt haben wir alle ADP, ADS, ADHS. Wer ist die Dinger? ADR-Fähigkeiten. Sehr schön. So, das heißt, wir können uns mal bei der Bank gucken. Dann können wir nämlich jetzt das Ding hier mal ab. Ne, können wir noch nicht. Ach, schade. Ich wollte das Ding in den 50.000er umwandeln. Da fehlen es aber noch knapp 1.000 Euro. Scheiße. Ja, gut, dann nicht. Egal. Auf jeden Fall sind wir ein Level höher. Yay. Wobei bei Level 13 gibt es, glaube ich, nichts Brauchbares. Wow. Ich bin entzückt von der Vielfalt der neu hinzugekommenen Teile. Ja. Okay, gut. Das heißt, wir sind in der nächsten Folge... Hä, guck mal, hier unten ist FA16. Hä? Warum ist er? Achso, weil es halt der Lackierung ist. Ah, gut, okay. Das ist halt dem Moment natürlich ein bisschen falsch. Ah, aber hey. Muss ja keiner wissen. Haben wir schon einen 16 Liter Motor? Nee, ne? Können wir noch nicht machen. Gut, machen wir hier. LKW-Browser. Die gibt es erst ab. Level 15. Ja. Yeah. Schade eigentlich. Müssen wir noch 2 Level machen. Dauert nicht mal so lange. Dann haben wir endlich einen FA16. Haha. Dann stimmt doch meine Tasse. So, egal. Wir machen mal Pause. Feierabend. Und dann, ja. Was? Ich habe doch gerade schon gespeichert. Bin ich dumm? 17 Uhr, 17, 15, ja genau. Ich kann höchstens mal wieder richtig speichern, ne? Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Was sind eigentlich unsere anderen beiden Speicherstände? Ah, vom ruhigen Wochenende. Ha! Noch mit unserem wunderschönen Auflieger, ne? Ja, die müssen wir auch mal wieder benutzen. Die müssen wir auch mal wieder benutzen, ja. Ja. So. Ja, das heißt, nächste Folge, wenn ich mal wieder ETS spiele, werden wir dann auf jeden Fall wieder... Ja. Erstmal werden wir ein paar Schwerlasttransportmissionen machen, also diese richtigen, wo wir diesen externen LKW auch bekommen, gestellt bekommen, damit wir damit ein bisschen mehr Leistung haben. Vor allen Dingen dadurch, dass wir nicht mehr unseren eigenen LKW benutzen, sind wir auch von der Location her freier, weil da, wo wir gerade sind, da gibt es ja immer Kommissionen, also diese Schwerlasttransportmissionen. Und wenn wir diese komplett freie Fahrt Schnellauftrag nutzen, so heißt das, dann können wir ja wirklich überall, wo es gerade welche zur Verfügung stehen, machen. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Auswahl. Und wenn wir dann die gemacht haben und da keinen Bock mehr drauf haben, dann werde ich dann wahrscheinlich mal wieder mit unserem Auflieger fahren. Einfach, weil er so schön aussieht. Ja, okay.
Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde jetzt noch Feierabend machen. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Bis dann.